Hallo Chicas und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Y. Yeah. Okay, so, ich bin jetzt gerade nur in den nächsten Ort weitergegangen und hier kommt direkt wieder der komische Orangen-Head. Na, Lissi, wusstest du, dass dieses Gebäude ein beliebter Ort zum Trainieren für Pokémon-Trainer ist? Und jetzt ist das Kampfschloss. Wenn ich noch mehr über Pokémon lerne, werde ich eines Tages sicher in der Lage sein, alle 8 Arena-Leiter der Kalos-Region zu besiegen. Ach, schön für dich, interessiert mich nicht. Kampfschloss, zeige deine Stärke anhand eines Adelstitels. Was? Was ist das denn für eine Scheiße? Ich würde vielleicht meine Pokémon jetzt gerne erstmal heilen, aber hier kommt einfach nichts zum Heilen. Was für eine Shit. Oh, Paparazzi-Frau. Oh, hallo, Lissi. Da habe ich Fragen, wie dein Adelstitel lautet. Wie bitte? Du hast gar keinen. Jemand, der so stark ist wie du, verdient meiner Meinung nach einen Adelstitel. Ich erkläre dir am besten erst einmal, was es mit den Adelstiteln auf sich hat. Nur eine Handvoll Trainer, die hier im Kampfschloss ihre Stärke unter Beweis gestellt haben, bekommen einen Titel verliehen. Viola? Wer ist denn diese junge Dame? Oh, sie ist ja im Besitz des Krabbelordens. Wie es aussieht, hast du ihr Talent als Trainer anerkannt. Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Valduas. Und wie heißt du? Oh, Lissi, ein schöner Name. Ich verbürge mich für Lissi. Kannst du ihr nicht einen Adelstitel verleihen? Sie ist ein starker Trainer und wird den Kampfschloss bestimmt alle Ehre machen. Oh, so ist das also. Na schön, wenn du für Lissi wirkst, ist das völlig ausreichend für mich, Viola. Außerdem, auch ich spüre ein außergewöhnliches Potenzial in ihr. Lissi, hiermit verleihe ich dir, oder sagen wir lieber euch, den Titel Baronin. Egal. Also, ihr wisst jetzt Bescheid, jetzt müsst ihr mich immer Baronin Lissi nennen. Cool. Trainer mit einem Adelstitel können andere Trainer mit einem Adelstitel im Schloss herausfordern. Baronin und Baron sind die niedrigsten Ränge, aber durch wiederholte Siege gegen andere Trainer könnt ihr einen ranghöheren Titel erwerben. Dies führt eventuell dazu, dass ihr das Interesse von Trainern höheren Ranges weckt, die sich dann in der Hoffnung, euch herauszufordern, einfinden. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch an unsere beiden Mitarbeiter am Eingang wenden. Nun denn, Lissi und Viola, ich empfehle mich. Auf Wiedersehen. Tschüss, alter Mann. Ich habe übrigens auch einen Adelstitel. Mein Ziel ist es, viele Kämpfer auszutragen und den höchsten Adelstitel verliehen zu bekommen. Deshalb würde ich mich freuen, hier bei Gelegenheit gegen dich kämpfen zu dürfen. Okay, das hört sich ja eigentlich ziemlich interessant an. Ja, könnte man sich ja mal bei Bedarf ein bisschen umsehen. Nur ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so viel Lust, unbedingt so einen Random-Kampf auszutragen. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass man wahrscheinlich auch keine Erfahrungspunkte dafür kriegt. Was das dann ehrlich gesagt auch ein bisschen unnötig wirken lässt. Deshalb, ja. Diese weiße Leinwand macht mich ganz fertig. Ich bin blockiert, ich kann nichts malen. Und deshalb musst du erstmal jemanden vernichten. Quickstop, yeah. Und so. Aber das ist auch wieder typisch Frankreich. So viele Künstler. Und komische, kreative Leute. Oh Gott, Hilfe. Boah, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann bin ich ein bisschen... Okay, jetzt bin ich am Arsch. Ciao. Aber egal, so. Das Unglut müsste so oder so irgendwann sterben. Also, ja, lieber früher als später, sage ich mal. Ja, was könnte ich denn jetzt mal einsetzen? Das ist auf Level 16. Ja, das ist... Ach komm, ich mach einfach nochmal die Stinkemauke. Mit der habe ich lange nicht mehr trainiert. Wäre doch eigentlich mal Juti. So, los, Stinkemauke, du schaffst das. Woo! Stinke-Attack! Ja, ganz bestimmt und so. Was ist das? Das ist sehr effektiv. Ich habe keine Ahnung, was es jetzt gerade war, aber egal. So, mach ihn alle. Bye, bye, Bitchy. Wow. Also irgendwie mag ich das andere Pflanzen-Pokémon immer noch lieber als das hier. Nur das hat so eine schöne Verteilung an Attacken. Also da sind wieder so verschiedene ausgewogene Attacken. Und das gefällt mir eigentlich auch recht gut. Was kommt denn jetzt schon wieder? Ah, der süße Guy. Wollen wir mal eben einen Kampf austragen? Tiano und Trovate kämpfen zusammen gegen Madame L und mich. Yeah! Madame L, ich dachte mir, wir geben sicher ein gutes Team ab, weil wir doch Nachbarn sind. Ja, ganz bestimmt, weil wir Nachbarn sind. Hä? Ich habe doch keine besondere Verbindung zu meinen Nachbarn. Also ich habe vielleicht innerhalb von... Wie lange wohnen wir jetzt hier? Ich glaube, ich wohne jetzt seit 12 Jahren hier. Also in dieser Gegend. Und ich habe mit meinen Nachbarn in dieser Zeit vielleicht zweimal gesprochen. Wow! Hardcore! Pikachu eignet sich wohl eigentlich für den Kampf nicht so gut, weil das beides nicht effektiv ist, oder? Doch, warte mal, klar, das eine ist ein Wasser-Pokémon, also drauf da! Auf sie mit Gebrüll! Pam! Schade, ich dachte, das andere Pikachu macht jetzt irgendwie so
Donnerschock oder so auf mich. Das wäre nämlich geil gewesen, weil dann hätte ich, glaube ich, nicht so viel Schaden gekriegt, weil es eben nicht sehr effektiv ist. Klammer! Oh Gott! Hallo, Vichil! Ja, genau. Vichy! Wie viel Schaden macht das bitte? Das ist ja mal richtig hässlich. Okay, so, Krebskorb. Das machen wir jetzt alle. Putsch! Boah, wieso greift er nicht das Pikachu an? Ist der doof? Ich würde es mit meinem Donnerschock direkt fertig machen. Aber nein, der greift trotzdem immer dieses komische Krebskorb da ein. Mann! Okay. Yeah! Ich weiß immer noch nicht, wie man den Namen ausspricht. Sorry, ich nehme gerade am Stück auf. Deshalb kann ich da nichts für. Ja, das ist eigentlich unnötig mit dem Pikachu. Ich glaube, ich wechsle mal gerade. Also, wir haben gesagt... was haben wir gesagt? Boden ist effektiv, ne? Ja, ich habe aber kein Boden-Pokémon. Das ist wohl ein bisschen ungünstig. Egal. Da machen wir einfach normal Ruckzuck-Hieb. Geht ja auch, ne? Ich meine, wir haben ja noch ein anderes Pokémon dabei. Das wird uns ja nicht komplett im Stich lassen. Ja, im Strick. Ja, okay. Nett. Das lässt uns ja nicht komplett im Stich und dann... Oh, oder doch? Ja, das ist nicht so schlau. Ich meine, der nimmt ein Vogel-Pokémon gegen Elektro-Pokémon. Das ist auch ein bisschen doof eigentlich. Yeah, Feuerschild. Das ist aber nicht effektiv. Ist da nicht eigentlich auch schon wieder Elektro auf Feuer effektiv? Wenn ich so richtig überlege? Nee, doch nicht. Ja, Name ist ja gut. Oh Gott, Hilfe. Hilfe! Kratzer, mach ihn alle! Psch, cool. Great. Oh, toll. Jetzt wird er auch noch paralysiert. Na toll. Aber egal. Die sind ja jetzt tot und das Match ist gelaufen, oder? Die haben nicht mehr Pokémon, meine ich, oder? Nee, scheinbar nicht. Wow, schon Level 18. Das ist ja eigentlich ganz nett. Electro Ball. Mann, schon wieder. Das. Ups, nein, das wollte ich gar nicht. Das erinnert mich alles an Wrecking Ball. Je höher die Initiative des Anwenders im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker trifft dieses eine geballte Ladung Strom. Aha, okay. Ich denke, dann machen wir einfach mal Donnerwelle weg, weil das ja einfach nur paralysiert. Also, das ist ja nicht so sinnvoll. Also, ja, let's go, ne? Was? Es geht doch noch weiter. Blabibi! Ophée ist Gift und Stahl effektiv. Ich habe beides nicht. Also einfach mal auf sie mit Gebrüll! Also keine Ahnung, ob das auf... Nee, das ist normal. Also das macht jetzt nicht super viel Schaden, aber auch nicht super wenig. Oh, da sollte ich vielleicht mal... Ach Gott. Macht das viel Schaden? Ja, nicht so. Okay, das ist eigentlich gerade eine doofe Situation, deshalb tausche ich, glaube ich, mal wieder. Was nehme ich denn für ein Pokémon? Ich glaube, ich nehme einfach... Nee. Nee, eigentlich ergibt das keinen Sinn, wenn ich das Pokémon sowieso nicht unbedingt im Team halten will. Ich glaube, ich nehme jetzt mal den Neko. Den hatten wir nämlich schon voll lange nicht mehr. Also dieses komische Shiggy. Ich habe vergessen, wie die Entwicklung heißt. Ist ja auch egal, ne? Auf jeden Fall, los, Shiggy! Du schaffst es! Yeah! Fernbrise. Wow! Glut. Mach es alle. Wow, toll. Und dafür habe ich jetzt ein Pokémon gewechselt, damit das in der nächsten Runde kaputt ist. Oh, das war gerade irgendwie unnötig, aber was soll's. Yeah, du hast die Gambits besiegt, 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 yeah. Toll, jetzt will wieder mit mir jemand mit mir Pokémon tauschen. Nee, keine Zeit. Wie unterschiedlich doch die Kampfstile einzelner Trainer sind. Nun ja, ich schätze, als nächstes gehen wir dann wohl nach Petropia. Petropia? Keine Ahnung. Nein, ich will jetzt nicht tauschen. Außerdem habe ich keine Pokémon dabei, die ich tauschen kann. Weil die einfach zu sexy sind. Wenn die den Namen von meinen Abonnenten haben, dann verkloppe ich die doch nicht einfach. Hallo, was denkt ihr bitte von mir? Puh. So, jetzt kommt wieder die Kamerascheiße. Da bin ich jetzt mal gespannt drauf. So. Oh, da kriegen wir bestimmt so eine richtig schöne... Nein, kriegen wir gar nicht. Ich wollte gerade sagen, oh, da kriegen wir bestimmt das schöne Meer. Aber irgendwie ist das gar nicht das schöne Meer. Ja, wie macht man das denn? Ja, ich würde sagen, so ist okay. Einfach nur den komischen Kopf mit drauf. Und die guckt einfach die ganze Zeit weg. So voll geil. Okay, das Foto ist irgendwie nicht so hübsch geworden, aber egal. So, kann man ja trotzdem einfach mal hinklatschen, ne? Und der Typ sieht irgendwie aus wie so ein kleiner süßer Japaner. Ne, kriegst du nicht. Bye. Ich meine, der Typ macht gar nichts. Ich mache doch im Endeffekt das Foto. Wieso soll der denn bitte noch Trinkgeld geben? Das ist ja mal richtig unfair. Was ist das denn jetzt hier schon wieder für eine Route? Ich wollte eigentlich nur in die nächste Stadt gehen, weil ich hier fast komplett kaputt bin. Ich möchte einfach nur geheilt werden. Geolink-Höhle. Abkürzung. Und was stand auf dem hinteren Schild? Nochmal gucken. Was? Oh. Das ist eine Abkürzung nach Relivera City. Okay. Also müssen wir scheinbar zuerst in die andere Höhle.
Keine Ahnung, man hätte bestimmt auch da erstmal hingehen können, aber ich glaube, ich nehme erstmal den Weg. Weil wenn das so vorgesehen ist, dann machen wir das auch. Subat-Nest. Oh, nee, bitte nicht. Ich dachte gerade, hey, das, wieso steht da so ein Pokémon so komisch rum? Und dann ist das einfach so eine komische Doktorfrau. Ach so, okay, die halten meine Pokémon ja immerhin, ey. Boah, ich habe mich schon voll verarscht gefühlt. Und jetzt sind wir bestimmt so direkt da. Und ich denke mir so, oh mein Gott, das ist bestimmt voll die große Höhle. Und da gibt es ganz viele Kämpfe und so. Und dann ist es gar nicht so. Halt, nicht so schnell! Was ist das denn schon wieder für eine Schrulle? Aha, verzeih, ich wollte dich nicht erschrecken. Na, geht's dir und deinem Jungloop gut? Hast du dich auch schon mal gefragt, wie es möglich ist, so ein so riesiges Gebiet wie die Kalos-Region mit nur einem einzigen Pokédex abzudecken? Da das tatsächlich unmöglich ist, werde ich deinen Pokédex mal eben ein klein wenig aufrüsten. Thank you. Im Pokédex-Menü kannst du ab jetzt auch den Kalos-Küsten-Pokédex auswählen. Tipp ihn einfach mal an, um es auszuprobieren. Neue Begegnungen lassen Menschen und Pokémon gleichermaßen wachsen. Also dann, jetzt heißt es Abschied nehmen. Bon voyage! Also es heißt gute Reise. Aber das sollte sich wahrscheinlich auch jeder übersetzen können, der kein Französisch kann. Sonst wäre es ein bisschen peinlich. Spawn hier Pokémon? Also zählt das als Kampf-Area? Ich habe keine Ahnung. So, den Brocken kann man zerstören, aber ja, das bringt jetzt gerade nichts. Ich weiß gar nicht, ob wir hier hin müssen oder nach da oben laufen müssen. Weil das sieht mir eher nach so Special-Shit gerade erstmal aus. Deshalb gehe ich mal gerade hier hin. Hä? Okay. Oder auch nicht? Keine Ahnung. Einfach nichts checken, wie immer. der Weg sieht aber eigentlich gerade gar nicht so falsch aus. Oh, Pokéball, Pokéball, Pokéball. KP Plus, braucht auch kein Mensch, aber egal. Das sind ja nur so kurze Erweiterungen, die Pokémon dann kurzfristig nutzen können und dann im Endeffekt doch nicht mehr brauchen. Also, naja. Unnötig. Also scheinbar müssen wir doch den Weg hier weitergehen und dann können wir gleich nach, Küstenstadt. Ja, geiles Deutsch. Ja, dann kommen wir nachher zu dieser Küstenstadt, was ja eigentlich ganz nett ist, ne? So, jetzt gehst du weg. Ich glaube, das ist ein Kampf-Pokémon, müsste es eigentlich sein. Ja, ach scheiße, dann wäre Flugger effektiv gewesen. Mann, ich vergesse das immer. Ich kann mir das nicht merken und ich will es auch gar nicht auswendig lernen. Hallo, das ist doch so unnötig. Da lerne ich doch wohl lieber Vokabeln, als mir Pokémon-Effektivitäten zu merken. Das wäre ja mal richtig nerdig, wenn ich mir sowas eher merken könnte. Aber ich glaube, in der vierten, also als diese vierte Generation rauskam, da kannte ich alle Pokémon mit Namen, aber pff, seitdem die fünfte Generation kam, hatte ich keinen Bock mehr, die zu merken, alle so. Also ich kenne immer noch so ein paar, einfach weil die mir irgendwie prägnant geblieben sind, so manche Sachen, die ich einfach cool finde, die weiß man eben. So ist das wohl, aber ja gut, das, an das meiste kann ich mich einfach nicht erinnern. Und die sieht aus wie diese komische Athena Sykes da aus Ace Attorney. Mein großer Traum ist es, Champ zu werden. Also los, lass uns kämpfen. Irgendwie, wenn ich das ausspreche, dann denke ich immer im selben Moment an Kämpfen. Ich weiß nicht. Misha! Yeah! Irgendwie hatte ich das anders in Erinnerung. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie so eine komische Kuh oder so. Ist es aber gar nicht. keine Ahnung, was das für ein Typ war. Gestein oder so? Keine Ahnung. Weg mit der Scheiße. Das ist auf jeden Fall nicht effektiv. Aber dann kannst du direkt in meiner Spalte nachgucken. Was? Also, Feuer ist nicht effektiv auf... Feuer, Wasser, Gestein, Drache. Dann gehe ich davon aus, dass es Gestein ist. Wow, welch eine schlaue Schlussfolgerung. Dann ist Wasser, Pflanze, Kampf und Boden effektiv. Und noch irgendwas. Nee, doch gar nicht. Oder? Ich habe keine Ahnung. Boah, diese Effektivitäten verwirren mich einfach. That's it. Was? Jetzt... What the fuck, wie viel Schaden das gemacht hat? Jetzt hat das auch noch eine Drachenattacke oder was? Ist los, das ist ja mal richtig fies. Boah, Hammer. Ne, Drachenattacken sind schon der Hammer. Ich will auch unbedingt noch ein Drachen-Pokémon in meinem Team haben. Wenn möglich, auf jeden Fall Dragoran. Aber ich glaube wahrscheinlich nicht, dass man das hier so easy fangen wird. Das konnte man schon früher nicht sehr easy fangen. Ansonsten gebe ich mich auch mit anderem zufrieden. Dieses komische Teil da ist zum Beispiel aus der fünften Generation. Das fand ich jetzt auch nicht so übel. Das war jetzt zwar nicht mein Lieblings-Pokémon, aber ja. Habe ich jetzt auch nicht so gegen einzuwenden. Ne? Wir könnten jetzt wieder... Oh nein, oh Gott, auch noch so viele. Hilfe, ich will nicht. Ja, wenn ich jetzt wüsste, von welchem Typ die sind. Boah, ich finde dieses eine voll cool, dieses Senjo. Ich wollte gerade Sanjai sagen oder so. Oh Gott, oh Gott. Hä? Wieso? Was? Wieso greift das die Schlange an? Das verstehe ich irgendwie nicht, aber egal. Ist ja nicht das Schlechteste, also... Vielleicht ist es ganz okay, dass ich nicht verstehe. Und wieso schlägt das alles fehl? Ich habe keine Ahnung. Ich checke hier einfach gerade gar nichts. Aber okay.
ist schon okay. Solange ich keinen Schaden kriege, bin ich vollkommen mit dieser Irritation einverstanden. Wieso nicht? Aber ich denke, wenn die Pokémon von verschiedenen Arten sind, dann machen die sich scheinbar auch gegenseitig fertig. Habe ich gerade gesehen. Okay, das war nicht effektiv. Auf welchem Level sind die eigentlich, dass die auf einmal so schnell da direkt vom Fenster sind? Komisch. Boah. Ich glaube, der Wickel bleibt dann auch noch nachher, oder nicht? Boah, jetzt will schon wieder wer mit Pokémon tauschen. Hallo? Ich nehme vielleicht gerade auf. Ist dir natürlich noch nicht aufgefallen. Ist ja nicht so, dass ich schon die ganze Zeit ein Pokémon-Let's Play auf meinem Kanal hochlade. Aber dann kommt es natürlich nie vor, dass ich aufnehme oder so. Nö, wieso denn auch? Nein. Oh Mann. So, yeah, noch ein Level up. Boah, am liebsten spiele ich gerade irgendwie mit Jungdude. Ich habe keine Ahnung wieso, aber das ist irgendwie so geil gerade. Yeah. Ich weiß, das nervt dich bestimmt total, dass ich deinen Namen falsch ausspreche, aber ich finde den Namen voll cool und irgendwie komme ich mir lustig vor, wenn ich ihn sage, ich weiß auch nicht. Oh Gott! So, ich hoffe jetzt einfach nicht zu sterben. Wenn ich doch sterbe, ist es auch egal. Ich meine, das ist nur so ein Minikampf. Und gleich müsste eigentlich die Stadt kommen, dann heile ich mich mal eben und gut ist. Yeah, noch mehr Erfahrungspunkte. Die anderen kriegen noch mehr Erfahrungspunkte. Oh Gott. Wenn jetzt auch noch Wickel kommt, dann bin ich am Arsch. Kommt noch Wickel? Hey, wieso kann der denn eben noch Wickel? Ich dachte, Wickel geht für immer. Na, scheinbar nicht. Ja, umso besser. Gefällt mir doch gut, ne? Gut, dann gehst du, kleine Kacke, mal weg. Hi. Quick. Macht das auch noch so komische Geräusche. Okay, geschafft. Ja, nett, ne? Okay, nein, ich möchte kein Pokémon tauschen. Ist ja nicht so, dass ich das eben schon mal gesagt habe. Tipps für Trainer. Du kannst Items in deinem Beutel an andere Positionen verschieben. Bla, 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 bla. Ist mir scheißegal. Okay, dann würde ich sagen, wir beenden hier mal den Part und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.